Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute wieder aus dem Münsterland. Wir machen es auf dem Weg hier. Meine liebe Tochter Maya und ich, wir haben es vor heute, ne Maya? Sozusagen das Revival, die Wiederholung vom letzten Jahr. Im letzten Jahr sind wir im Sommer in Urlaub gefahren, beide mit dem Gravelbike ins Sauerland. Und heute ist es so, dass die Maya wieder mit dem Gravelbike unterwegs ist. Extra aus Göttingen hier, fast mit dem Gravelbike komplett hier hingefahren. Aber auch nur fast, ne? Und ich hier mit meinem E-Bike, mit meinem Pedelec unterwegs bin. Und das hat auch einen Grund, das erzählen wir auch gleich unterwegs. Erstmal jetzt hier auf dem Weg machen. Und das startet schon herrlich hier am Stift Tilbeck. Bei uns hier in Havixbeck immer wieder eine super Kulisse auch zum Filmen und einfach nur zum Hinfahren, zum Kaffee trinken und so weiter. Jedenfalls hier haben wir die ersten Kilometer schon hinter uns. Motor habe ich aus, das hat auch einen bestimmten Grund, weil der Akku wird nicht reichen. Da sind wir mal gespannt heute, ne? Wer zuerst ankommt, ob deine Beine schlapp machen oder mein Akku. Schauen wir mal, aber nicht lange schnacken jetzt hier. Auf geht's. Ja, wie gesagt, Motor ist aus jetzt hier. Knapp Kilometer 8 haben wir schon gleich. 143 sind es noch. Und vom Münsterland aus, hier von Havixbeck aus nach Niedersorpe, das ist unser Ziel, sind es gut 150 Kilometer mit 1000 Höhenmetern. Da reicht mein E-Bike-Akku nicht aus. Ladegerät habe ich natürlich auch mit, falls sich eine Gelegenheit ergibt. Aber erstmal ohne fahren, soweit das geht. Und gestern sind wir auch schon 60 Kilometer gefahren, beziehungsweise du bist 100 gefahren gestern. Und das steckt mir noch in den Beinen. Von daher bin ich ganz happy, dass ich nachher ein bisschen den Motor einschalten kann. Ja, und die Maya hat für diesen Ausflug an diesem Wochenende jetzt hier auch auf ihre Radschuhe verzichtet. Du kannst ja nicht so viel Gepäck auf dem Gravelbike mitnehmen. Und die Wahl war halt, noch ein paar extra Schuhe mitnehmen für zum Rumlaufen, nicht nur Radschuhe. Oder für Mama das Geburtstagsgeschenk. Du hast dich für Mamas Geburtstagsgeschenk entschieden, ne? Da ist der Papa stolz auf dich. Das ist mal ein Satz. Kilometer 10 jetzt hier. Willkommen in Bösensell. Ich nenne Bösensell gern immer Möbelsell, weil der einzige Grund, hier hinzufahren, ist eigentlich folgender. Hier in Bösensell stehen ein paar große Möbelhäuser. Wie Umleitung, wir fahren doch eh schon 150 Kilometer. Nein, 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 nein. Aber okay, diese Umleitung hat auch was für sich. Das ist ganz schön hier. Ja, Glück, dass wir die Umleitung fahren müssen. Denn wir sind uns ja alle verborgen geblieben hier. Ja, und nach knapp 20 Kilometern jetzt hier. Erste Etappenziel sozusagen. Einmal Kanalüberquerung in Senden. Haben wir unten auch ganz schön fertig gemacht, finde ich. Ne? Hier zum Hinsetzen, Bötchen anlegen. Da hinten habe ich auch schon ein paar Mal gesessen im Video. Und das ist für den Kopf ja immer ganz wichtig, finde ich, dass man sich so Zwischenziele setzt. Nicht so denkt, oh, 150 Kilometer, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nö, erstmal die ersten 20 und so weiter. Da hinten ruft jemand, was hat sie denn? Ja, wenn man die Töne am Navigationsgerät abgeschaltet hat, ist das gut. Wenn man eine Maya dabei hat, die von hinten nochmal ruft. Ich wäre hier gleich weitergefahren. Wer weiß, wo ich da angekommen wäre, ne? Kilometer 25 hier und jetzt herzlich willkommen in Ottmarsbocholt. Oder wie wir sagen, Ottibotti. Ja, und hier in Ottibotti suchen wir uns mal eine kleine Ecke, um Päuschen zu machen.
ja, in Otmarsbocholt an der Kirche haben wir keine Pause gemacht. Und da werden auch Erinnerungen für uns wach. Das ist, glaube ich, 15 Jahre her, kann das sein? Nee, 15 kann auch nicht, ne? Da warst du zu klein. 10 Jahre? Ja, da warst du 10, da warst du so 10, also so 12 Jahre her, die Ecke. Mhm. Hier in Otmarsbocholt haben wir früher, habe ich mit den Kindern RTFs gefahren, diese Radtouristikfreizeiten. Sprich, da hat man ja einen Startpunkt und einen Zielpunkt, aber ist ja kein Rennen in dem Sinne. Und zwischendurch gibt es Verpflegungsstationen. Und hier, kannst du dich noch erinnern, ne? Was gab es hier? Hier gab es die Nussecken. Hier gab es super leckere Nussecken auf der Wiese an der Ecke. Und das ist eine super Sache. Ne? Also das ist, wer das nicht kennt, RTFs gibt es in ganz Deutschland überall in jeder Gegend. Und verschiedene Strecken halt kann man sich aussuchen, hinterher nett beisammensitzen. Super Sache. Und da hat man wieder richtig Bock mitzumachen. Ne? Mhm. Warum auch nicht diese hier? Ne? Das ist, glaube ich, die Herbern-RTF gewesen. Die müsste, glaube ich, Vatertag ist die immer. Meine ich, kann das sein? Irgendwie Christi Himmelfahrt, irgendwie so. Jedenfalls super Sache und jetzt gar nicht lange jetzt hier in Erinnerung schwelgen, sonst kommen wir gar nicht mehr weiter. Ne? Kilometer 25 haben wir, 125 haben wir noch. Weiter geht's. Ja, und die Straße hier nach Otmarsbocholt ist voll gesperrt wegen Baustelle am Ortseingang. Das weiß ich so genau, weil da komme ich gerade her und dahin fahre ich jetzt zurück, beziehungsweise wir fahren dahin zurück, weil ich, kluger Mensch, habe meine Trinkflasche an der Pause stehen lassen, an der Bank. Und nee, auch wenn so eine Trinkflasche jetzt nicht so teuer ist, aber das sehe ich jetzt nicht ein. Dann fahren wir halt am Ende des Tages nochmal 10 Kilometer mehr, egal. Aber die lasse ich da nicht stehen. Ja, wir sind gerade schon mal durch die Baustelle geradelt und von daher eine sehr interessante Streckenführung für den Radfahrer hier. Ich muss mit dem Kinderanhänger oder mit meinem Kalle brauche ich auch nicht fahren, auf den schmalen Kanten. Ja, guck einmal, was steht denn da? Komm zu Papa. Ja, sind nicht mal mehr viel drin, von daher hätte es gar nicht gelohnt. Aber ich habe die halt ganz gerne. Und meine Lieblingstrinkflasche, weil die halt einen anderen Verschluss hat. Von daher. Oder hättest du mir eine von deinen abgegeben sonst? Du hast die ja auch, ne? Mhm. Weiß ich nicht. Okay, wir fahren weiter. Ja, auch spannend jetzt hier die Planung. Ne? Geradeaus fahre ich jetzt gleich auch wieder. Und links nach Davensberg, ja, wo soll man denn da fahren jetzt? Hier durch die Baustelle oder wie stellt ihr euch das vor? Mann, Mann, Mann. Da soll man langfahren. Ja, und alle guten Dinge sind drei. Jetzt nochmal hier. Echt spannend. Ja, guck mal, hier hinter Davensberg, Richtung Hamm jetzt hier, der Radweg. Das ist ja schon dieses neuere Modell modern. Wir bauen mal einen vernünftig breiten Radweg. Ja, aus dem Nichts jetzt hier plötzlich so eine kleine Steigung nach knapp 47 Kilometern. Da haben wir echt mal gegönnt, jetzt hier den Motor anzuschmeißen. Und bei 5% Steigung darf man das auch mal. Guten Tag. Ja, und zur Belohnung jetzt hier das erste Mal ein bisschen eine weitere Aussicht. Das sieht ja auch klasse aus hier. Kleine Laden. Willkommen im Kreis Warendorf. Und direkt werden die Straßen schlechter. Herzlich willkommen.
Kilometer 55 jetzt und herzlich willkommen in Hamm. Noch 100 Kilometer Distanz bis zum Ziel. Und im letzten Jahr sind wir praktisch auch an dieser Stelle auf Hamm geschlagen sozusagen. Wir müssen jetzt links, Maya, und mussten dann hier rechts den Bahnübergang und dann ein Stück links fahren. Und in diesem Jahr habe ich mal auf euch gehört. Denn im letzten Jahr gab es einige Kommentare von Leuten aus Hamm, die geschrieben haben, sag mal, wie seid ihr denn da durch die Stadt gefahren? Das ist doch gar keine schöne Strecke gewesen. Ich muss eben gucken, dass wir jetzt hier richtig fahren. Und da gibt es auch viel schönere Wege. Und darum haben die mir Links geschickt, beziehungsweise einer, den ich mir gestern wieder rausgesucht habe, mit einer schönen Durchfahrung vom Münsterland ins Sauerland. Und den habe ich jetzt als Grundlage genommen. Anfangsort, unseren Heimatort halbwegs mal dran geklickst, Endort Niasorpe dran geklickst. Und jetzt kommt das Stück, was der gute Mann, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, geplant hat. Da geht es jetzt hier rechts ab Richtung, ja, ich hoffe mal Hamm, ne? Hamm Zentrum. Das macht ja schon mal einen guten Eindruck, das erste Stück. Aber ich bin da sehr gespannt, wie das dann gleich in der Stadt aussieht, die Durchfahrung. Die habe ich ein paar Mal im Rad durchgefahren, noch nie eine gute Erinnerung gehabt. Radwege sind eine Katastrophe und da fließenden Verkehr mitfahren, teilweise auf der Straße, ist auch eine Katastrophe. Die Spannung steigt. Wir fahren jetzt schon ein ganzes Stückchen hier durch den Wald so. Von daher, was sagst du, soll ich öfter mal auf meine Zuschauer hören, ne? Auf die Tipps und nicht nur Komoot das Ganze überlassen. Sehr gut. So, erster kleiner Wermutstropfen, ich hab's fast gesagt, wir fahren jetzt gerade hier einmal rum, Maya. Das müsste ja gehen. Gegen den Streckenplaner hier sozusagen. Die Strecke hat er über den Friedhof geführt. Ne? Ich weiß ja nicht, ob sie Spaß erlaubt hat oder ob man mit dem Fahrrad fährt, man nicht mal im Friedhof. Ne? Nein. Kann ja außen rum fahren. Dann schauen wir, ob das auch geht. Müsste auch gehen, oder? Oder muss man wirklich über den Friedhof? Ist da Feierabend? Ja, in diesem Moment bin ich dem Streckenplan jetzt nicht mehr so dankbar. Sind jetzt genau da, so, wo wir sein sollen. Da sollen wir auf dem Radweg da unten, aber hier ist zu. Hier kann man gar nicht durch. Also vielen Dank, den Kommentar suche ich nochmal raus. Nicht so nett. Ja, wir haben uns ein bisschen alternativ jetzt hier durch die Wallamucken den Weg gesucht, neben dem Friedhof lang, über den wir da geschickt werden sollten. Jetzt sind wir auf dem Weg, auf dem wir hoffentlich jetzt auch weiterkommen. Und hier das Türchen von der anderen Seite, wo man nicht mehr durchkommt. Das hat bestimmt eine Viertelstunde gekostet, oder? Das Rumgekurve hier. Unfassbar. Nein, egal. War bestimmt mal ein Weg, kann auch keiner was für. Ich glaube, jetzt fahren wir auf den Deich. Und das kenne ich doch, diese Blumenbrücke. Letztes Jahr sind wir von links gekommen. Und dann kam diese Brücke mit den Blumen drauf. Und dann wurde es rechts schwierig. Herzlich willkommen in Hamm. Die Lippe. Und direkt neben der Lippe hier der Dattel-Hamm-Kanal. Und da hinten die Schleuse in Hamm. Ja, wir sind ja gerade ein ganz kleines Stück am Dattel-Hamm-Kanal lang geradelt und dann direkt abgebogen. Wir hatten noch ein bisschen Hunger hier, wollten eigentlich einen Bäcker suchen, haben aber einen Markt gefunden. Hab jetzt nicht gefilmt, da waren so viele Leute. Hat lecker Fischbrötchen. Maya hat sich so eine, was ist das, Waffel, ne? Waffel mit Puderzucker. Eine richtig schöne kalte Dose Cola. Und ja, jetzt geht's hier weiter. Und anscheinend wirklich ohne dieses kaputte Radwege-Chaos, das wir vom letzten Mal kannten. Von daher. Eine echte Alternative in diesem Jahr. Da muss ich ja Hamm fast mit anderen Augen sehen. Gerade nach dem Marktmeier. Der war richtig schön, ne? Der war richtig schön.
fahren jetzt schon ein paar Minuten hier durch den Wald und mittlerweile auch die dritte Schutzhütte hier. Also richtig gut. Scheint wohl sonst auch viel mehr Besuch zu sein, wenn so viele Schutzhütten hier rumstehen. Aber im Moment sind wir irgendwie fast alleine. Ja, wir sind jetzt durch Hamm durch, obwohl wir es irgendwie gar nicht gemerkt haben, dass wir durch Hamm durchfahren. Von daher vielen, vielen Dank an den Ideengeber, denjenigen, der mir diesen Link für diese Komoot-Strecke, schöne Umfahrung, war es gar nicht großartig, war auch eine Durchfahrung, durch Hamm hier geschickt hat. Bis auf diese Sackgassengeschichte am Friedhof da, waren wir hin und her, okay, Sachen passieren, dass das einen Weg plötzlich mal nicht mehr gibt. Aber sonst wirklich herrlich, auf jeden Fall zu empfehlen. Und ich sehe Hamm jetzt mit anderen Augen, habe ich gerade schon mal gesagt. Kann man also doch mal machen. Rückenwind. Und bei Kilometer 78 jetzt hier der erste Blick in der Ferne auf das Sauerland. Yeah! Und gleich haben wir die halbe Strecke. Sind nur noch 80. Ja, nach gut 80 Kilometern sind wir jetzt hier in Hilbeck, gehört zur Wallfahrtsstadt Werl. Und hat eine neu asphaltierte Straße, sehr gut. Für sowas ist ja immer schön fürs Auge hier, ne? Ein bisschen Allee, im Hintergrund ein Kirchturm, Fachwerkhäuser, da unten, ich glaube, das alte Feuerwehrhaus. Herrlich. Ja, und der Ausblick hier kurz vor Werl auf Sauerland, jedes Jahr aufs Neue sozusagen, zaubert der mir ein Lächeln aufs Gesicht, diese weite Sicht. Ja, wir fahren jetzt ja gerade hier durch Werl und da werden Erinnerungen waren das letzte Jahr, weil im letzten Jahr haben wir hier eine Pause gemacht. Und haben wir gerade abgesprochen, die wiederholen wir nochmal. Und zwar bei den goldenen Bögenmeier, ne? Da holen wir uns lecker McFlurry. Guck mal, eine Verschenkebude. Ist eine tolle Idee. Aber wahrscheinlich nichts, was ich jetzt auf dem Fahrrad gerne mitschleppen möchte. Oder sogar gebrauchen könnte. Aber ich weiß es nicht. Ich habe nicht reingeguckt. Der Meier lacht schon wieder. Kennt ihr ihren Papa? Der kann ja eigentlich alles gebrauchen. Und nach 90 Kilometern hier richtig schön über die Feldwege, durch die Natur und immer schön bergauf. Und wir sind jetzt hier bei Kilometer 93 in Vierhausen, Gemeinde Ense. Hier nochmal ein schöner Blick zurück aufs Münsterland. Da habe ich schon bei 5% Steigung hier auf Tourmodus geschaltet. Aber die Meier fährt trotzdem noch weg. Aber bergab, liebe Meier, habe ich den Pummelpapa-Vorteil. Ich habe viel mehr Schwungmasse. Tschö. Ist ja auch selten, dass ich mit dem Rad mal die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschreite. Aber hier geht das. Und herzlich willkommen hier bei Kilometer 97. An der Ruhr.
Ach so, ja. Müssen wir nicht geradeaus, hat die Maya gesagt. Und was soll ich sagen? Recht hat sie. ja. Danke, Maya. Ja, und herzlich willkommen jetzt hier auf dem Rothalradweg. Ja, und hier auf dem Rothalradweg kommen da schon so einige Leute, auch mit mehr gepackten Taschen sozusagen. Also so, sieht so aus wie Radreisende entgegen. Klar, super beliebte Strecke hier, den Rothalradweg zu fahren. Von der Quelle oben in Winterberg bis runter zur Rheinorange, heißt glaube ich, in Duisburg. Ich frage mich auch mal, ist das Dekoration hier oder laufen hier so viele Gasleitungen lang? Ich glaube eher Letzteres, ne? Fairnesszone. Jetzt musst du nett zu Papa sein, hier ist die Fairnesszone. Was sollst du sagen? Bitte? Was sollst du dir sagen? Nein, hier stand Fairnesszone auf der Straße. Du musst nett zu mir sein ab jetzt. Och, nee. Och. Och nee, sagt sie. Pff. Aber ist schon positiv für mich jetzt festzustellen hier, auch nach 100 Kilometern, ich habe jetzt zwar einen Balken weg hier aus dem Akku, also ein bisschen Unterstützung habe ich bergauf ja ein bisschen mal eingeschaltet, auch haben wir die Maya ein bisschen gezogen, aber dass ich auch weite Strecken jetzt hier wirklich ohne Unterstützung fahren kann, dass mir das für meine nächste Radreise nach Polen halt ein bisschen Sicherheit gibt, falls es dann mal nicht regelmäßig eine Steckdose gibt. Guck mal, heute 529 Radfahrer im ganzen Jahr schon. Ich glaube 48.000. Und jetzt die Fairnesszone zu Ende. Jetzt darf die Maya mich wieder ärgern. Aber ich sie auch. Ja, und seit einigen Kilometern kommen uns hier auf dem Rothalradweg immer wieder Läufer entgegen. Und ich dachte, was ist das denn? Ne? War ja auch schon überlegen. Ich habe mir jetzt von einem genau das Schild angeguckt, Startnummer angeguckt. Da steht drauf Tour de Ruhr, 230 Kilometer. Ich glaube ja nicht, dass das jetzt hier, die werden ja nicht 230 Kilometer Marathon am Stück laufen. Also sie sehen nicht so aus, als ob sie jetzt die High-End-Leistungssportler sind. Aber das zieht sich ganz schön das Feld. Wahrscheinlich so eine zusammengepuzzelte Veranstaltung, keine Ahnung. Müssen wir uns mal schlau machen, was das Ganze bedeutet. Aber auch hier wieder wunderschön zum Radeln. Guck mal, hier links der alte Bahnhof. Oder was auch immer das war. Hier Pausenmöglichkeit. Alles vom Feinsten. Ja, hier war gerade so eine kleine Absperrung, da stand ein Ordner für die Veranstaltung. Ich habe mal gefragt, Tour de Ruhr, 230 Kilometer Laufveranstaltung am Stück. Also das sind ja 4-5 Marathons am Stück, die laufen das am Stück. Also, ja, okay. Ich habe mal bei uns im Krankenhaus beim Münstermarathon Staffelmarathon mitgemacht, 11 Kilometer oder 11,5 hatte ich da die Strecke. Da war ich sehr stolz drauf. Das war das weiteste, glaube ich, was ich gerannt bin in meinem Leben. Und sonst Mammutmarsch, der längste war 55, den ich gemacht habe. Und 100 wäre ja mal so ein Ziel als Marschveranstaltung. Liebe Grüße an Peter. Das war den 100er Wuppertal. Aber hier, Tortur de Ruhr. Leute, da kommt der Nächste. Und die sind nicht an der Quelle gestartet dann in Winterberg. Das ist bisher ja schon so einiges, ne? Moin. Was sind wir faul? Als nächstes schmeiße ich jetzt mal ein E-Bike-Akku und nächstes Mülleimer. Das ist mir zu peinlich hier. Natürlich nicht. Guck mal, der nächste. Ja, also meinen allergrößten Respekt an alle, die da an dieser Laufveranstaltung teilnehmen. 230
Kilometer. Ja, wir sind jetzt hier gleich in Arnsberg und vor einem Jahr hatte ich ja die super Idee, weißt du noch, Maja, damit wir nicht so lang fahren müssen, damit wir kürzer fahren müssen, den direkten Weg zu nehmen. Das ist ja immer die kürzeste Strecke, ist halt der direkte Weg, ganz klar. Und der direkte Weg führt hier über diesen Berg, oben, wo die Häuser stehen. Das haben wir auch gemacht, ne? Sind dann hier hinten an der Ampel gleich links abgebogen und über den Berg gefahren. Das war gar nicht so pfiffig, weil wir hatten einen gesehen, der war auf dem Fahrrad unterwegs, der ist unten geradeaus weitergefahren. Und als wir rüber waren und völlig platt, fuhr der ganz frisch an uns vorbei. Sprich, ist zwar ein bisschen länger, aber dauert nicht länger. Und man braucht weniger Körner, wie es so schön heißt. Ne? Von daher, diesmal keine Experimente. Wir bleiben auf dem Ruhrtal-Radweg. Und hier ist der Radweg aber auch das Wahnsinn, oder? Was ist das für ein Radweg? War hier noch Asphalt über oder warum haben die das hier so gebaut? Gleisanlage Sturzgefahr, das stimmt, wenn so längs drauf kommt, darum immer schön quer drüber. Ja, da kommt ja richtig Freude auf hier. Oh nee, ne? Das glaube ich gar nicht zum Hochfahren gedacht. Eine ordentliche Rampe. Ja, ich muss dazugeben, in Arnsberg in der Altstadt, hier war ich ja noch nie und ich bin ganz überrascht. Hier, was haben wir hier? Neumarkt? Keine Ahnung. Hört sich jedenfalls nach Konzert an und wir fahren jetzt weiter links hier rum. Fernverkehr. Doppelte Streckenplanung mittlerweile jetzt hier auch mit Google Maps. Ja, und ja, richtig kreativ der Stadtmarketing. Ich kaufe ein A. Ich glaube, die Maja hat das ein bisschen grundstinkig auf mich zu sein. Ich habe es dann doch wieder geschafft, hier den höchsten Berg noch mal als Abkürzung der Abkürzung ausfindig zu machen. Ich kann es ja auch nicht lassen. Ne? Aber dafür gibt es jetzt hier eine bombastische Abfahrt und halt eine Wahnsinnsaussicht. Guckt euch das an. Und das wirkt natürlich am meisten immer, wenn man selbst dabei ist. Aber wir freuen uns gerade und ich hoffe, ihr freut euch mit uns. Maja, ich freue mich. Sehr gut. Kilometer 123 und herzlich willkommen jetzt hier in Öventrop. Das war letztes Mal unser Dönerstopp, Maja. Öventrop, der war auch nicht schlecht, ne? Das können wir nicht nochmal machen. Haben wir heute gesagt, machen wir nicht nochmal. Das liegt so schwer im Magen, so ein Döner, sagt Maja. Das ist unsportlich. Höchstens noch eine Dose Cola irgendwo kaufen. Aber in so ein Döner oder irgendwas Fettiges gibt es erst nach der Tour. Lass davon, wenn du mit den Kindern was unternimmst, ne? Guck mal, hier gibt es einen Bonjour-Laden. Wollen wir Cola kaufen? Ja, ne? So. Pause. Boah, das ist hier Tankstelle mit Sterne-Gastronomie. Sitzgelegenheit, die sogar angewärmt ist. Ja? Jo, ja klar, vom Wetter. Tippitoppi. Hast du jetzt auch verdient hier nach der Bergetappe, ne? Kannst auch gegen mein Fahrrad lehnen sonst. Das kriegst du auch noch Macken in dein Carbon.
Ja, das hat mal richtig gut getan, hier in 10 Minuten eine Tüte Haribo konsumieren und so ein kleines Trinkfläschchen mit Zucker. Und jetzt haben wir noch die 40 Kilometer vor uns. Wir müssen mal schauen, hier sind auch Straßen gesperrt. Aber ich glaube, mit dem Fahrrad müsste das unkompliziert sein. Und es fängt an zu regnen, merke ich gerade. Guck mal, gerade losgeradelt, wieder ausgebremst. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass die Regionalbahn zu lang ist für den Regionalbahnhof. Und dann darfst du, wenn du hier in Öbentrop aussteigst, mal ja auch nur vorne sitzen sozusagen. Ne? Oder ist da noch ein Hindernis? Nee, es ist ein Doppelter und der Bahnsteig ist halt nicht so lang. Maja sagt, die Gummibärchen wirken schon. Ich kann ruhig schneller fahren. Ja, hier in Freie Null, erste Scheuerkind jetzt vorbei. Ist natürlich ein bisschen nass geworden, aber den ganzen Tag mit Sonne gefahren, da wird einem ja auch warm, von daher ist es gar nicht verkehrt, mal so ein bisschen Abkühlung. Wenn es die ganze Zeit durchregnet, dann wäre nicht so hübsch, aber so ist okay. Ich muss ein bisschen Abstand halten vom Töchterchen, nämlich kein Schutzblech hinten. Und die saugt mit dem ich sonst ganz schön ein, mit dem, was da vom Hinterrad hochkommt. Es reicht ja, wenn sie sich selbst einsaut. Kilometer 130 und herzlich willkommen in Wennemen. Und hier in Wennemen beginnt für uns der Sauerland-Radring. Ja, ist aber richtig. Ich dachte gerade auch schon wieder hier Sackgasse. Nein. Das Navi schickt uns hier lang. Die Originalausschilderung ist wahrscheinlich anders. Und ich glaube, ich lege mal die Kamera weg. Beide Hände an die Bremsen. Wir sind jetzt mit Höchstgeschwindigkeit hier auf dem Beginn des Sauerlandradrings geradelt. Gerade noch beim Bahnübergang. Ich war mitten drauf, der war gar nicht so schmal. Da hat der Bim-Bim gemacht. Du warst noch hinter mir. Und man, da ist ja genug Zeit, bis die Schranken runtergehen. Dann macht er erstmal nur Bim-Bim. Ampel war auch nicht rot, als wir da rangefahren sind. Aber man erschrickt sich doch und dann gibt man doch mal richtig Druck auf die Pedale. Ne? Da möchte man noch nicht. Das hatte ich einmal letztes Jahr auf dem Rheinradweg, dass ich innerhalb der Schranke stand, aber voll beschrankt. Und das brauche ich nicht noch ein zweites Mal. Summender Schulerlebnisgarten. Ja, und hier im Berge gibt es den, wie ich finde, bestgepflegt, jetzt nicht was gesagt, und best ausgestattetsten Fahrradrastplatz ever. Da halten wir mal eben an. Fahren wir einmal hier runter, Maja. Hat das gerade eine Party? Ach, geht gerade nicht. Ist gerade eine Party, aber ich halte mal trotzdem kurz hier oben an. Und ja, so viel sehen können wir dann leider nicht. Ich habe jetzt nicht gefragt, ob ich da unten eben ein bisschen kurz was filmen kann, weil es ist mir wichtig, an jemanden zu erinnern, wenn ich hier vorbeifahre. Und zwar an den Didi vom Kanal Windpedale. Der ist ja leider vor gut einem Jahr, also Anfang 2023, verstorben ganz plötzlich. Und wenn ich hier vorbeifahre, erinnere ich mich sehr gerne auch an ihn, weil der hat mir damals den Erdkühlschrank gezeigt, den es da auf diesem Fahrradraststätte da gibt. Und habe ich immer in positiver Erinnerung behalten. Diese Geschichte und auch die Touren, die ich mit Didi gefahren bin, waren insgesamt leider nur zwei, aber auch hier in der Gegend, und ich blende aber eben Link dazu ein. Das war 2022, im Sommer bin ich mit ihm gefahren hier. Ja, das war mir halt wichtig, nochmal an ihn zu erinnern, und schaut nochmal auf seinem Kanal rein, der wird ja noch betrieben von seiner Lebensgefährtin, von der Andrea. Da gibt es also immer noch wieder neuen Content. Thank you.
immer wieder interessant finde, wenn man jetzt mal guckt, 137,9 Kilometer sind wir jetzt gefahren und mein Fahrrad behauptet 142,9. Das sind ja 5 Kilometer Unterschied. Ja, warum ist mein Fahrrad jetzt weitergefahren als mein Navi? Also mein Navi ist so eingestellt, dass es erst ab 5 km/h Geschwindigkeit aufzeichnet. Das habe ich extra so gemacht, damit es bei Pausen automatisch anhält, dass ich keinen Knopf drücken muss. Das ist ganz praktisch. Sonst würde zum Beispiel bei mir am Ende vom Video der Relive-Track oder sowas, da an der Animation, wo der Haken immer, ne? Weil ich ja stehe. Und das kann man damit verhindern. Aber das sind nur ein paar Meter. Ich fahre ja eigentlich nie langsamer als 5 km/h. Daran kann es nicht liegen. Woran es wahrscheinlich liegt, dass ich ja wirklich so viel fahre, wie das Fahrrad anzeigt, also 143 Kilometer jetzt. Und das Navi, die GPS-Entfernung, die sozusagen die errechnete, ist halt kürzer. Und mit dem Fahrrad fährt man ein bisschen hin und her, zicke-zacke. Um mal Ampel rum, hätte ich fast gesagt. Mal hin und her. Und von daher kommt das dann so zusammen. Ne? Also gefahren sind wir viel mehr, Maya. Ja. Ja. Okay. So. Ich vertraue dir da. Okay. Sie vertrauen, ist doch super. Man muss sich jetzt einfach nur so zurechtreden. Ne, es ist aber wirklich so. Bin ich fest von überzeugt. Und nach 146 Kilometern und was haben wir jetzt? 19 Uhr. Wir sind um 8 Uhr gestartet. 11 Stunden Fahrzeit haben wir jetzt, genau. 11 Stunden Ausflugszeit. Reine Fahrzeit haben wir keine 11 Stunden. Aber jetzt sind wir in Bremke. Das ist ja mehr als ein ganzer Arbeitstag, Maja. Was machen wir hier? Unfassbar. Ein Nachtdienst, sagt sie ja. Ja, Maja macht auch die Fliegerausbildung, von daher weiß ich auch. Nachtdienst dauert 10 Stunden und man hat keine Pause, ne? Was ein Drehwurm hier. Ich hoffe, ihr werdet mal zuschauen, das ist nicht schwindelig. So, die Serpentinen von Bremke. Ist alles beflackt hier im Ort. Ich denke mal schützenfest. Im Prinzip sind so Bahntrassenwege hier, Radweg auf allen Bahntrassen, eine feine Sache. Bei dem hier ist allerdings ein bisschen das Handicap, dass der, glaub, 10 Kilometer, 12 Kilometer lang ist. Vom Bremke jetzt hier rauf bis nach Bad Fredeburg radeln wir den. Und es geht kontinuierlich hoch, also 1-3% Steigung. Das sieht man so eigentlich kaum, dass es als Steigung ist, aber gerade Maja merkt das total, ne? Ja. Wenn du 150 Kilometer eine Beine hast, wo sie jetzt sagt, irgendwann reicht's auch mal. Und dann zwischendurch, da wo es die Brücken nicht mehr gibt, wo man runterfahren muss, wieder rauffahren muss, das ist schon hier ordentliches Intervalltraining. Ja. Da bin ich ein bisschen besser. Ne? Ich gönne mir mittlerweile den Tourmodus. Sind jetzt noch 9 Kilometer bis zum Ferienbauernhof. Und ich habe noch 2 Balken. Da kann nichts mehr passieren. Und ich bin total stolz auf die Maja, weil sie hat ja gestern auch schon 100 Kilometer gefahren, Friedensroute von Osnabrück nach Münster. Weil den Zugverbindung nicht so gut war von Osnabrück nach Hause. Ist ja gestern schon mit dem Gravelbike 100 Kilometer gefahren. Ich bin ihr da entgegengefahren, sind wir 60 zusammengeradelt auf dem Gravelbike. Und jetzt nochmal wieder heute hier 160 haben wir jetzt gleich schon. Das reicht auch, ne? Ja. Das reicht auch. Dann machen wir erstmal Urlaub. Morgen ist Wandertag. Kulinarische Wanderung. Ja, der Himmel sah unterwegs teilweise ja gar nicht so gut aus. Aber jetzt, wo wir hier ankommen, ja fast schon blau. Ich bin begeistert. So, letzte Steigung gleich vorbei. Ich bin ziemlich gar. Bin jetzt in den Turbo hier raufgefahren, aber ich habe Maja 2 Kilometer geschoben. Und ist auch ein bisschen anstrengend. Ne? Aber sie ist richtig fritte. 163,7. Und kleine Welle noch und dann geht es richtig schön runter.
Da freue ich mich auf richtig leckeres Abendessen. Komm, die letzten Kilometer. Das ist ja interessant, ne? Jetzt lässt der Papa alleine. Ich darf mich hier hochquälen mit ihr. So sind sie. So, angekommen. Kilometer 166 und herzlich willkommen jetzt hier in Niedersorpe, wie das ist. Kannst nicht mehr rauf. Wir müssen zum zweiten weißen Haus hier links oben. Nee, zum dritten sogar, ne? Genau, zum dritten. Und muss ich dich schieben? Ich schieb hoch. Nein, ich schieb dich vor. Oh, wir schieben beide zu Fuß, ja? Wir schieben jetzt beide zu Fuß. Komm, wir sagen noch eben Tschüss, ja? Wir sagen noch mal eben Tschüss. Wir sagen, sind ziemlich fritte jetzt hier. Darum eine kurze und knappe Abmoderation. Wie gesagt, 166 Kilometer. Waren es jetzt hier, die wir gefahren sind. Habe ich vorhin ja mal erklärt, dass es immer Unterschied ist mit dem Tacho. Höhenmeter haben wir 1078. Bisschen mehr als angekündigt, also 200 mehr. Okay, hat aber super Spaß gemacht, die 12 Stunden mit dir hier heute. Haben wir nett was zusammen unternommen, ne? Und sind jetzt ziemlich fritte. Sagen danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht, halt gerne den Kanal abonnieren. Bald auch Mayas Kanal. Machst du ja Radreise im Sommer? Es dauert noch. Aber es dauert noch, ja. Über die Alpen mit dem Gravelbike, mit ihrer Freundin und dem auch Kamera mit. Bin mal gespannt. Und dann berichte ich natürlich davon. Und wir lassen uns jetzt gut gehen hier. Gehen lecker essen. Ich höre schon ein bisschen das Gelächter. Gasthaus hat offen. Das freut mich schon mal. Ja. Und Feierabend haben wir jetzt. Tschüss. Tschüss.